Eine längere Verfolgungsjagd mit der Polizei endete am Sonntag mit einem schweren Verkehrsunfall auf der B297 bei Nürtingen-Reudern. Am Sonntagabend meldeten mehrere Autofahrer einen PKW auf der A8 in Bayern, der durch seine unsichere Fahrweise wohl auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Der 18-jährige Fahrer war auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Der junge Mann soll auf seiner Fahrt von Burgau in Bayern über Ulm-Elchingen, Ulm-West und am Drackensteiner Hang mit hoher Geschwindigkeit unter anderem in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein und andere Fahrzeuge verbotswidrig rechts überholt haben. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipräsidiums Ulm entdeckte den Wagen des 18-Jährigen schließlich und stoppte ihn auf Höhe von Grübingen auf dem Standstreifen. Als der junge Mann anschließend einer Kontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete. An der Anschlussstelle Kirchheim-West fuhr er von der Autobahn ab und weiter in Richtung Nürtingen. Gegen 23 Uhr verlor er dann in einer Linkskurve kurz vor Nürtingen-Reudern die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich mehrfach, nachdem er zuvor noch eine rote Ampel missachtet hatte. Die Lage vor Ort war, dass eine Person in ihrem verunfallten Fahrzeug eingeschlossen war. Die Person ist befreit worden und jetzt müssen wir nur die Einsatzstelle ausleuchten und im Anschluss die Straße reinigen. Der 18-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt. Weil davon auszugehen war, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe sowie sein Führerschein abgenommen. Die B297 blieb während der gesamten Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt. Über 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Wir sind jetzt hier mit zwei Fahrzeugen von der Abteilung Reudern. Und im Rückzug war vor Ort von der Abteilung Stadtmitte. Die Schadenshöhe beträgt über 5.000 Euro. Zeugen und durch die Fahrweise des 18-Jährigen geschädigte Personen werden gebeten, sich unter 0711 39 90 0 bei der Polizei zu melden.